So, hier ist immer noch keiner. Gut, dann gehen wir mal ins Büro des Directors. Ist hier einer? Nein. Gut, so. Du Arsch! Ich habe mich nicht mehr an den entsinnen können. Du blöder. Ah. Mann. Okay, jetzt legen wir mal das Bömpchen. Achso, erstmal die Infos nehmen. So, jetzt das Bömpchen legen. Oh Gott. Jetzt hat's mich verjagt. Hui. Das war ganz schön gemein. So, und jetzt fix weg hier, aber ganz fix. Lauf, Tommy, lauf! Oh Gott! Spring! Puh! Gerade so geschafft. Aber noch sind wir nicht zu Hause. Ein ganz normaler Job. Jetzt wird es ernst, Freunde. Das Spiel wird gespeichert. Wunderbar. Und jetzt kommt der Ernst des Lebens und wir haben bloß noch 24 Lebenspunkte wegen dieses blöden Arschlochs, das sich da direkt hinter der Tür versteckt hat. Und ich habe mich nicht mehr an denen entsinnen können. Jetzt, meine Freunde, kommt der Ernst des Lebens. Unten funktioniert nicht mehr, weil die Bullen schon bereitstehen. Wir müssen aufs Dach flüchten. Uns bleibt gar nichts anderes übrig. Und jetzt ist Großfahndung angesagt. Jetzt haben wir richtig Scheiße am Hals hier. Wir sind richtig braun und schmierig jetzt am Hals. Uns trieft die Kacke förmlich aus den Poren. So, und jetzt wird es richtig mies hier. Nee, nicht hacken. Das ist nicht okay. Das finde ich gar nicht nett. So, wo muss ich denn lang? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich wusste bloß noch, dass wir nach oben müssen. Oh, ich glaube, wir müssen da lang. Und die kommen, glaube ich, von unten, die Mistkerle. Kommen wir hier rein? Ja! Weiter nach oben. So, wir klettern mal so weit nach oben wie möglich. Ja, kennst du mal. Junge, Junge, Junge. Du darfst dann auch hier hochklettern. Dankeschön. So, und jetzt müssen wir irgendwie weiterkommen. Ich weiß gar nicht mehr so richtig wie. Zack, in die Rübe. Oh nein, nicht nachladen. Ach, ich habe diesen Reflex einfach. Ach, da muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen, dass man nicht nachladen sollte ständig. Hüpf. So, ich habe schon wieder einen Schuss gehört. Jetzt heißt es also Tommy gegen die Bullen. Wir müssen flüchten. Und da vorne sehe ich einen. Komm, spring! Und wenn ich mich recht entsinne, warten hier auch Scharfschützen. Ganz mies also. Ja, das ist einer. Na toll. Hui! Na Mensch, ich werde noch zum Sharpshooter Tommy hier. Kommen wir hier. Das sieht so aus, als ob hier eine Lücke ist. Da will ich eigentlich gar nicht springen, aber ich glaube, wir müssen hier lang. Ach, hier drüben, okay. Das macht die Sache natürlich wesentlich einfacher. Und dann nehmen wir den Weg auch, denke ich mal. So, schauen wir mal. Hat super funktioniert. Ja, du bringst mich um, ich sehe es. So, das war's für den nächsten. Na! Na, willst du mich verarschen? Gibt's ja gar nicht. Du sollst schon hier oben bleiben, Tommy. Ich würde die ganz gern von hier aus erledigen, wenn sich's ermöglichen lässt. Aber ich bin so schlecht im Zielen, Mensch. So. Ich habe auch das Gefühl, meine Maus ist viel zu empfindlich eingestellt, deswegen habe ich manchmal Probleme, exakt zu zielen. Acht Schuss. Warte mal, habe ich eine andere Waffe? Ja, die Schrotflinte, okay, die will ich mir noch sparen. Der Colt 1911, okay, der ist gut. Nehmen wir mal die halbautomatische. Seltsamerweise passen da auch bloß 6 Schuss rein und der Arsch hat sich hier versteckt.
Schrotflinte. Zack, in die Eier. Oh verdammt, der hat mich erwischt. Ach Mann, da ist immer noch einer. Willst du mich denn verarschen? Was? Nein! Ich hab dir vorhin die Rübe geschossen. Mann, das gibt's doch gar nicht. Ach, und jetzt müssen wir den Kack nämlich nochmal machen und ich habe immer noch bloß 24 Lebenspunkte. Ätzend. So, diesmal aber ein bisschen schneller hier. Nein, du sollst nicht wieder nach unten gehen. Ach Mensch, ist das denn gemein oder was? Wer hätte denn gedacht auch, dass sich da gleich zwei verstecken? Damit rechnet doch keiner. So was Fieses aber auch. Ihr seid so fies und mies. So, hoch hier. Kletter, kletter, kletter. So. Jetzt warten wir erstmal, bis der hier von unten... Nein, du sollst nicht da hochklettern. Wir warten erstmal, bis der von hier unten kommt. Komm schon, mein Freund. Komm schon, mein Freund. So, das war's für dich. Und der nächste, bitte. Ja, der nächste, bitte. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal eine neue Runde? Ein neues Glück? Will keiner mehr. Okay, dann gehen wir weiter. Huch, das war gar nicht so geplant, aber passt auch. Sosel. So, vorne erst und hinten. Oh, huch. Ach, nein. Ach komm, 7 Lebenspunkte. Willst du mich denn verarschen oder was? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Na, komm, ein Stück runter noch. Gibt's doch gar nicht. Komm, in die Brust, das muss reichen. So, viel zu viele Schüsse verschwendet. Ach. Ich bin nicht gut im Zielen hier bei Mafia. Ich weiß nicht warum. Bei anderen Spielen wie GTA San Andreas zum Beispiel klappt das besser. Das werde ich übrigens auch irgendwann mal let's playen. Hatte ich ja eigentlich schon viel eher vor. Aber da der Lenti mir das geklaut hat, muss ich erstmal damit hier Vorlieb nehmen. Und werde es irgendwann mal machen, wenn er erstmal irgendwann schaffen sollte, es durchzuspielen. Was wahrscheinlich noch ein paar Jährchen dauern kann. So wie er das spielt. Müsst ihr euch mal antun, er ist da, ja, sagen wir mal, etwas ab vom Storyfaden unterwegs. Sag mal. Gibt's doch gar nicht, ich treffe den überhaupt nicht. Hallo? Jetzt aber, na komm, geh mal ein Stück rüber, ja. Ach, diese Maus. Na geht doch. So, das war's für den. Und jetzt haben wir unten noch die ganze Meute, die ich irgendwie noch beseitigen muss. Hab dich. Hab dich. Ja, da, da, da. Kannst du mal hier? Ja, geh erstmal hier hin. Ach, kommst du hier nicht hoch? Willst du mich verarschen? Ach, die Typen nerven mich. So, schön in Deckung bleiben. Schön in Deckung bleiben. So, abgesägte Schrotflinte. Booster lassen und wieder gehen. Booster lassen und wieder gehen. Das war der erste. Und das ist der zweite. Keiner mehr hier unten. Doch, immer noch einer. Das gibt's doch gar nicht. Den treffe ich aber nicht. Na toll. Ach, super. Der ist gerade ein Stück rausgekommen, oder? Nö, 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 nö. Oh, Mann. Auf ein neues. Tja, das kann sich jetzt bloß um ein paar Stunden handeln hier, die ich brauche, um das durchzuspielen. Da werde ich dann wohl einfach mal verlängerte Folgen rausgeben, denke ich mal, damit ich jetzt nicht 70 Folgen mit Fehlversuchen vollstopfe, aber ich will jetzt auch nicht schneiden hier. So, hier lang ging es weiter, okay.
Ich glaube, ich lasse den Typen, der hinter mir ist, jetzt einfach mal. Das waren ja sowieso mehrere und die scheinen mir nicht weiter zu folgen, wenn ich da weitergehe. Wahrscheinlich, weil sie springen müssten und, tja, wahrscheinlich haben die keine Lust auf Springen oder so. Sehr schön. Hat genau gepasst. Und jetzt hackt das wieder so. Finde ich uncool. So. Diesmal auch ohne Lebensverlust. Nein, wir gehen noch nicht da lang. Ich will erstmal den Scharfschützen beseitigen. Na komm, machen wir mit Körperschüssen. Hallo, Maus. Ach gut, passt. Weiter. Hüpf. Ach nein, nicht ducken, hüpfen. Ach, so. Ist das Problem, wenn man mehrere Spiele gleichzeitig spielt, bei Gothic 3, was ich ja derzeit auch spiele, ist das Hüpfen auf der Alt-Taste. Und deswegen, was hier natürlich ducken ist, weil ich mir das so gelegt habe. Und deswegen komme ich ja gerade gar nicht zurecht. So, Kopf her. Halt den Kopf her. Tja, da musste er den Kopf hinhalten für seinen Partner. So, jetzt du da drüben noch. Kommst du mal irgendwie raus? Das wäre sehr cool. Da bist du. Aha, da bist du. Ich krieg dich. Hab ich den erwischt? Wahrscheinlich nicht. Ja, guck noch mal raus, mein Freund. Guck noch mal raus. Was du nicht sagst. Kann ja nicht mal irgendeiner von denen rausgucken. Ich will nicht aus meiner Deckung rauskommen. Ich will aber gerade auch nicht hier hochsteigen, wenn der Typ dort hinten noch steht. Es sei denn, ich erwische den von hier vorne aus. Natürlich habe ich jetzt von hier aus überhaupt keine Deckung. Das ist gar nicht gut. Und die beiden Mistkerle, die verstecken sich auch wieder exakt in der Ecke. Toll. Das sieht ja noch viel besser aus als in allen anderen Versuchen bisher. Ach, halt die Klappe. Schrotflinte. Ja, hast du schon ein paar Mal gesagt. So, nehmen wir mal die Magnum. Okay, jetzt bist du tot. Ich sehe den gar nicht. Okay, jetzt bist du tot. Mann! Jetzt bist du tot. Oh ja, hier. Nein! Falsche Taste gedrückt. Gemein. Ja, da hinten ist er. Ich sehe ihn. Jetzt stirbst du. Jetzt stirbst du. Na komm, den kriegen wir. Los, trau dich. Ich schieße den Arsch weg. Nachdem ich geladen habe. Okay, jetzt bist du. Was, ich treffe den nicht? Ich bring dich um. Gibt's doch gar nicht. Jetzt stirbst du. Bist du bereit? Boah, nervt mich der Typ da. Okay, jetzt bist du tot. Der ist tot, okay. Das hast du gut erkannt, dass der tot ist. Schrotflinte. Ich bring dich um. Ich bring dich um. Jetzt stirbst du. Bist oh, hallo. Bereit? Traust du dich raus? Jetzt zufällig? Du. Bist du bereit? Schade. Guck nochmal. Jawohl. So wünsche ich mir das. Und jetzt ist... Das ist doch nicht wahr. Willst du mich denn... Ich hasse euch. Wie viele von den Vögeln lauern denn dort in der Ecke? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Alter, und ich hack den voll mit der abgesägten Schrotflinte in die Rübe und den stört das überhaupt nicht. Ah, Frust kommt auf, Frust kommt auf. Lalalala. Nein, ich lass mich gar nicht beeindrucken davon. Was passiert, wenn man Frust kriegt in einem Spiel, sieht man auch beim Lenti. Mensch, den bringe ich aber oft zur Sprache heute, dabei will ich das eigentlich gar nicht. Bietet sich bloß gerade so an. Bei seinem Limbo-Let's Play, das fand ich sehr lustig, da hat er sich überhaupt nicht mehr eingekriegt und hat sich nur noch aufgeregt und sich überhaupt nicht mehr auf die Rätsel konzentriert. 1A, wundervoll, köstlich. So. Ach ja, wir müssen ja noch eins weiter. So, hüpf.
Nein, das gibt's doch gar nicht. Auf die Entfernung in der Bewegung vollkommen unvorbereitet trifft der Sack mich. Ja, genau, stell dich mal hin. So, Köpfchen. Komm mal her mit dem Köpfchen. Zack. Das war nicht der Kopf, aber diesmal war es der Kopf. So, hüpf. Toll, haben wir noch 14 Lebenspunkte. Sieht schon wieder supi aus. Na, lässt du mich mal in Ruhe hier unten? Wo ist denn der? Ach, da. Wo? Ach, da hinten. What? Say what? Ah, dass die Ecken sind aber unglaublich unklar ausdefiniert hier. So, das müsste es jetzt aber für den gewesen sein, oder? Hier, den treffe ich nicht. Ich ziele dem voll auf die Rübe und der trifft, schießt nur den Stein. Komm, trau dich, du feige Sau. Ich bring dich um. Nö. Komm mal hier drüben lang. Nee, du doch nicht. Aber du kannst... Ach. So. Cela fini pour this guy. Nee, du sollst nicht hier runter. Ich weiß, das ist wahnsinnig spannend, aber diese Ecke ist doch echt zum Verzweifeln. So, der da hinten, der müsste noch immer noch dort sein, oder? Ja, ist er. Komm raus. Los, ich weiß, dass du dort bist. Trau dich, du Feigling. Du Feigling. Trau dich raus, du Feigling. So, erstmal der. Jawohl. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier unten noch in der Ecke sitzen haben. Diesmal werde ich nicht mich hier lang bewegen, wenn da noch einer sitzt. Und natürlich sitzt da noch einer, aber wirklich bloß einer diesmal. Und der ist wagemutig. Na? Komm noch mal raus. Los. Ich möchte dich begrüßen. Jawohl. Und diesmal sitzt keiner mehr. Okay. Ich schnapp mir trotzdem die Schrotflinte. Weil man sich nie sicher sein kann. So, jetzt gehe ich mal hier in die Ecke kurz. Okay. Na, nimmst du mal hier. Ich traue mich gar nicht weiter. Weil ich irgendwie Angst habe, dass da... Hier ist jetzt zu, na super. Dass da einer mit einem Scharfschützengewehr steht oder so. Habe ich die schon gehabt? Ich glaube, ne? Ja, ja, bestimmt. So, hier ist keiner mehr. Na, wo? Ah, da oben. Jetzt stirbst du. Oh, das war Shit. Das war Verschwendung. Süß. Wie er so kurz hochgehüpft kam. Hat sowas von Hau den Lukas. So, erwischt habe ich ihn, glaube ich, nicht. Da drüben ist auch noch einer, sehe ich gerade. Und die Sonne ist reichlich nervig, ich sehe mein Fadenkreuz nicht. Ja. Komm, steck dein Köpfchen raus. Trau dich. Feigling. Den habe ich noch nicht getötet, oder? Hm. Okay, der ist noch da. Nein, der andere ist auch noch da. Okay. Na. Oh, jetzt müsste man zielen können. Das wäre sehr geil. Ich weiß bloß nicht, inwiefern die an ihrer Mütze verwundbar sind. Den habe ich auch gar nicht erwischt. Oh.
Nicht, dass der mich dort hier rechts erledigt. Ach, wenn das mit dem Zielen nicht so kommt. Nein. Oh, ich könnte verzweifeln. Warum könnt ihr nicht mal einfach einen Speicherpunkt dort setzen? Ich glaube, ich werde dann einmal oder so rausschneiden, wenn ich hier ablöse. Das kann sich doch echt keiner antun. Ob die anderen Let's Player auch so lange für die Ecke brauchen? Ich muss mir das mal angucken bei anderen. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Also auf die Stelle, auf das Spiel an sich schon. Na. So wie vorhin vielleicht, ja, dass du mich aus der Bewegung hier auf 70.000 Kilometer abknallst. Ist klar. Arschloch. Ja, schön in Deckung bleiben. Ja, okay, machen wir es so, ist auch okay. Hüpf. Ach, und jetzt wieder die Ecke. Ich könnte brechen. So, haben wir den schon mal. Bevor er sich da hinten wieder verkriecht. Oder ist das ein anderer? Was, der lebt noch? Gibt's ja gar nicht. Ja, und du bist nicht mehr da. Der steht doch da hinten, oder? Also das ist doch... Ach Mann, ich dachte, ich habe den jetzt hier gerade mal weggehauen. Aber das war offenbar ein anderer. Sind wir mal so frei? Ja. Bleibt mal ruhig hier. Ich biete mich dem mal ein bisschen an. Also ein bisschen erleben wäre schon ziemlich geil. Oh, das war so erfolglos. Einen Schuss habe ich noch im Magazin. Na, ob das was wird? Halt die Klappe. Quatsch nicht so blöd, komm raus. Jawohl, das hat funktioniert. So, was haben wir denn jetzt hier unten? Eins. Nee. Jetzt stirbst du. Ich glaube, zwei sind da unten, oder? Nee. Schön. Ja, einer ist noch da. Komm, trau dich raus. Das tust du zum letzten Mal. So. Ja. Noch einer? Nein! Schön, das ging diesmal irgendwie recht flott im Vergleich zu den anderen Malen. So, dann müssen wir jetzt wieder unsere Scharfschützenkenntnisse beweisen. Oder unsere Skills als Scharfschützen beweisen, sagen wir eher so. Dann nehmen wir die noch. Boah, ist die Sonne nervig. War es ein Headshot? Nein. Ich muss mal gegen die Sonne irgendwie was tun hier. Was? Achso, hier unten. Nee, das will ich ja gar nicht. Nee. Shit. Der hat mich ernsthaft getroffen, der Sack. Ach, ist das nervig. Ja, lass mich in Ruhe. Ich komme aber auch nicht anders an die ran. Und wenn ich hier hochgehe, werde ich definitiv abgeknallt. Ich kann höchstens mal... So. In die Fresse. Der lebt noch, na super. War ja äußerst erfolgreich und das ebenso. Ach Mann.
Traust du dich mal aus der Ecke dort weg? Hallo. Schieß mal noch ein bisschen wild drauf rum. Hallo, ja so. Immer noch nicht. Jetzt ist er weg. Super. Jetzt komm noch mal aus der Ecke dort weg, du Feigling. Das mit dem Zielen klappt auch überhaupt nicht gerade. Verdammt. Aber wenn er dort in der Ecke steht, dann lässt er mich zumindest erstmal in Ruhe. So, ich nehme mal den 1911 wieder. Ach. Nervig. Ah, halt, da war er. Komm nochmal. Komm, trau dich. Jawohl. Das war's für den. Jetzt haben wir noch den einen dort. Ich bring dich um. Da drüben ist er. Ja. Schön. Jetzt darfst du auch hier hochgehen. Mensch, so weit waren wir ja noch gar nicht bisher. Und wir haben jetzt das Springfield Scharfschützengewehr. Das ist doch supi. Ach nee, das sollst du nicht fallen lassen. Das darfst du schon mitnehmen. So. Oder halt einfach nur Jagdgewehr, wie auch immer. Wo geht's denn hier weiter? Kann mir das jemand sagen? Ach ja, super.